Wir bauen den schnellsten, den besten Rennrollstuhl der Welt. Eine Idee haben ist das eine, das Umsetzen ist etwas anderes. This could provide another great story as well. If you like your racing, very fast, you'll get it in this one. Bei Tokio war es ganz klar so, dass der Master eigentlich versucht, wirklich ein höheres Tempo zu halten. Je höher das Grundtempo ist, umso mehr kostet das die anderen. Sie kommen wohl eine Zeit lang mit oder kommen relativ lang mit, aber es ist nicht einfach gratis, oder? Hook's just been told by Zhang there, no, you can take it, you're fine, you move ahead. Plötzlich hat er dann ja, die Führungsarbeit abgelehnt. Ich habe dann wirklich auf mein Tempo versucht zu heben. Ich habe schon gedacht, ja, ich werde dann irgendwann probieren zu attackieren und von ihm wegzugehen. Aber in dem Moment habe ich dann gemerkt, dass mit dem Treibreifen etwas nicht gut ist. Ich habe dann gesehen, dass ein kleines Stückchen vom Gummi, vom Treibreifen, sich ablöst. Januar, Februar 2018. Also Stefan Dürger von Ortotec uns angerufen, gesagt, dass sie ein Projekt haben mit dem Marcel Hug, dass sie einen Rennrollstuhl bauen wollen. Für mich war das Schlagwort. Ich meine, wenn ein Top-Athlet, Marcel Hug, zusammen mit der Ortotec hier anruft und das Projekt mit uns machen möchte, dann sind wir dabei. Marcel Hug wurde mit Spina Bifida geboren. Das ist eine angeborene Querschnittlähmung, weil sich die Wirbelsäule während der Schwangerschaft unvollständig schließt. Im Alter von 10 Jahren gewinnt er sein erstes Rollstuhlrennen. Bis heute gehen mehrere Weltrekorde und paralympische Goldmedaillen auf sein Konto. Mit seinen 36 Jahren gilt Marcel als Veteran auf der Rennstrecke. Ein Könner, Tüftler und Taktiker. Bei den Paralympics 2020 in Tokio wird er in 4 Kategorien antreten. Über 800 Meter, 1500 Meter, 5000 Meter und in seiner Lieblingsdisziplin, dem Marathon, über die klassische Distanz von 42,195 Kilometern oder 26,2 Meilen. Vor kurzem wurden 3 seiner Weltrekorde von anderen Athleten gebrochen. Er brennt darauf, diese zurückzuholen und die Zügel wieder in die Hand zu nehmen. Wir wollen das Formel-1-Prinzip duplizieren, also im absoluten High-End-Bereich Entwicklung betreiben, Forschung betreiben und nachher einen Nutzen generieren für die Allgemeinheit. Also wie Formel-1, wo du nachher Technik hast in den Autos, die wir fahren. Oder das war die Idee gewesen. Ortotec gehört zur Schweizer Paraplegiker-Stiftung in Nottwil mit der international bekannten Spezialklinik für Querschnitt-, Rücken- und Beatmungsmedizin. Ortotec ist spezialisiert auf Hilfsmittel. Sie hat sich mit Sauber Technologies und Swisside zusammengetan. Ihrerseits Experten für Technik, Aerodynamik und Formel 1. Gemeinsam wollen sie den schnellsten Rennrollstuhl der Welt bauen und bei den Paralympics 2020 Gold holen.
sage das jetzt einfach mal so, weil wir sind hier bei Sauber Formel 1 Team. Wir treten an, um zu gewinnen. Keiner tritt an, um irgendwie Letzter zu werden. Wir sind ein ziemlich kompetitiver Haufen, um es mal so rum auszudrücken. Und ich bin mir sicher, dass der Marcel eben auch deswegen auch antritt, weil er möchte gerne gewinnen. Und unsere Aufgabe ist ihm wirklich, so einen Rollstuhl hinzustellen, was ihm eben auch dieses Ziel ermöglicht, dass er einfach auch gewinnt. Dadurch, dass wir auf einem weißen Blatt Papier angefangen haben, haben wir am Anfang sehr große Schritte gemacht. Wir hatten auch sehr viele Freiheiten. Prinzipiell ist ja ein Rollstuhl auch ein Fahrzeug, bei dem man genauso wie in der Formel 1 auf eine möglichst gute Aerodynamik achten muss. Auch das Gewicht spielt genauso eine Rolle. Die Tools, die wir für die Formel 1 benutzen, haben wir auch für den Rollstuhl verwendet. Dadurch konnten wir sehr moderne Materialien verwenden, ohne irgendwie eingeschränkt zu sein. Wir haben den Luftwiderstand um 25% reduziert, was sich halt auf die Endgeschwindigkeit auswirkt. Bei höherer Geschwindigkeit ist die Aerodynamik umso wichtiger. Und je schneller der Fahrer fährt, umso größer ist auch die Kraft, die entgegenwirkt durch den Luftwiderstand. Im Radsport fährt man mit diesen Scheibenrädern und dann man denkt, das ist schneller. Aber ein Rennrad ist nicht gleich wie ein Rennrollstuhl. Wir haben ursprünglich angefangen mit Scheibenrädern, das heißt, die sind zu. Und dann haben wir mal einen Versuch gemacht mit offenen Rädern. Und wir haben dann tatsächlich gesehen, dass es viel weniger Luft verstaut unter dem Rollstuhl und dass der Luftwiderstand drastisch nach unten geht. Also wir haben dann wirklich besondere neue offene Räder für diesen Rennrollstuhl entwickelt. Und die haben wir auch heute getestet und die haben wirklich einen großen Vorteil gezeigt. Beispiel Formel 1, wenn jedes Puzzle nicht super stimmt, hat man in dieser Szene extrem Schwierigkeiten, dass man da vorne mitfahren kann. Und das ist vergleichbar im Rennrollstuhl. Ohne dass wir einen Nutzen können generieren für die Allgemeinheit der Rollstuhlfahrer, hätten wir es nie gemacht. Also einfach nur einen schnellen Rennrollstuhl bauen, das war nicht das Ziel. Aber das war der Auslöser. Dass wir einen schnellen Rennrollstuhl bauen können, brauchen wir viele Grundlagen. Um die Grundlagen zu ermitteln, haben wir Messtechnologie gebraucht. Also Kräfte messen, Kraftwinkel messen, die richtige Sitzposition finden. Und in diesem Zusammenhang haben wir mit der ETH einen Teststand entwickelt. Und das ist eigentlich auch eine Hilfe, die für die ganze Rehabilitation der Rollstuhlfahrer nützlich ist. Also bei der Abklärung der Sitzposition für eine erste Rehabilitation geht man eigentlich immer wieder davon aus, wie fühlt sich der Patient wohl. Aber ob das die idealste Position ist, das weiss man nicht. Und jetzt hat man zuerst mal einen Messstand, wo man jede Position eigentlich prüfen kann, ist es optimal von der Ergometrie oder ist es einfach nur Bequemlichkeit. Und das kann man jetzt testen und immer wieder evaluieren. Das ist ein Nutzen, der nachher in die Rehabilitation und auch in den Breitensport hineinfließt. Das Rollstuhlfahren ist eigentlich für den Körper eine nicht vorgesehene Belastung. Also wir haben das ja über Jahrtausende entwickelt, dass wir auf zwei Beine gehen. Darum haben wir auch sehr, sehr stark ausgeprägte Hüftknochen. Wenn man das vergleicht mit dem Schultergelenk, ist das natürlich ein riesen Unterschied, oder? Und das hat sich bei uns einfach zurückentwickelt, von der Zeit her, wo wir auf allen Vieren gegangen sind. Und jetzt kommt plötzlich wieder eigentlich die Belastung, wo der Mensch nicht mehr dafür gebaut ist, dass eigentlich die ganze Fortbewegung über die Schulter passiert. Ich kenne sehr viele Rollstuhlfahrer, die seit x Jahren im Rollstuhl sind und halt einfach durch die ständige Belastung hat das Problem geben in den Schultern. Und die haben dann halt müssen ja die Schultern operieren. Und eigentlich kann man es ganz einfach erklären. Wenn es uns gelingt, die Kraftübertragung von der Schulter auf den Boden 30% zu optimieren bei einem Rennfahrer, dann ist er 30% schneller oder er kann 30% Kraft sparen. Wenn es uns gelingt, im Rehab-Prozess eine Sitzposition zu finden, die 30% besser ist, muss er vielleicht die Schulter nicht operieren. Oder die sieht man so gut. Er wird schneller und er muss nicht operieren und seine Schulter geht es besser. Oder das ist so ein Vergleich, den man relativ gut erklären kann. Die erste Probefahrt war auf jeden Fall das Highlight in dem ganzen Projekt. Wir haben uns morgens getroffen an einer Rennstrecke, die etwas abseits ist, damit wir nicht zu viel Aufmerksamkeit erregen.
Wir waren alle gespannt auf sein Feedback. Wir konnten aber schon sehen, bei jeder Runde wurde sein Grinsen größer und er macht einen glücklicheren Eindruck. Wir haben komplett den Rollstuhl optimal an den Athlet angepasst. Wenn man es politisch korrekt sagen wollte, sind die Ergebnisse, die wir bis jetzt gesehen haben, nach den ersten paar hundert Testkilometern, die der Marcel gefahren hat, sind sehr, sehr, sehr vielversprechend. Es geht so weit, dass ich Angst habe, dass er zum Schluss disqualifiziert wird. Und als er dann wieder angehalten ist, hat er gemeint, mit der Rennmaschine kann ich nicht fahren, mit der Maschine kann ich nur fliegen. Wir sind im Jahre 2020. Es sind gerade noch 8 Monate, bis es dann losgeht. Man merkt, es geht auf das Ende zu. The 2020 Olympic Games, scheduled for late July into early August of this year in Tokyo, will be postponed for a year because of the coronavirus pandemic. Die Arbeit in der Formel-1-Industrie erfordert eine besondere Einstellung. Da man rund um die Uhr mit Problemen konfrontiert wird, darf man keine Zeit an Negatives verschwenden. Sauber arbeitet an Autos, Autotech für querschnittgelähmte Menschen. In der Essenz machen beide das Gleiche. Sie lösen einzigartige Probleme. Die einen für technische Performance, die anderen für Bewegungsfreiheit. Als Covid die Welt in Beschlag nimmt, geht der Blick gemeinsam vorwärts. Der Stuhl, die Räder und der Rennanzug werden weiter optimiert. Jede Stunde, die in die Konstruktion oder das Training fließt, bringt Mensch und Maschine besser in Einklang. Ja, diesen Themen Reifenauswahl und Reifendruck fürs Rennrollstuhl ist enorm wichtig. Man denkt vielleicht, Härte ist besser, aber man muss genau überlegen, eine Tartanbahn ist auch ein weiches Gummi-Oberfläche. Und diese Gummi-Oberfläche verformt sich beim Fahren, aber gleichzeitig diese weiche Pneu verformt sich auch. Und es gibt ein Optimum, wobei man die minimale Verformung von Bahnoberfläche und Reifen hat. Und es ist genau diesen Optimum, die wir gesucht haben. Und das ist eine Kombination vom Reifentyp und auch Reifendruck. Und wir haben schon gesehen, es muss relativ weit unten mit dem Reifendruck gehen, um die optimale Widerstand zu erreichen. Ja, der optimale Reifendruck ist schon ein gewisses Geheimnis, also darf ich nicht verraten. Aber was ich schon sagen kann, ist, dass es wirklich für jeden Bahn unterschiedlich ist. Wir haben ihm seinen kompletten Körper eingescannt und diesen Anzug ist wirklich maßgeschnitten, dass es ihm perfekt passt. Wir haben bereits nur reine Stoffmessungen gemacht und Schritt für Schritt haben wir so die jetzigen Prototypen zusammengebaut, um das wirklich optimale Stoff auf die optimale Körperposition anzubringen, um die maximale Leistung zu finden. Also wir sprechen schon von einigen Prozent, also sagen wir zwischen die zwei normale Anzug und der beste Anzug war so 5% Reduktion von der gesamten aerodynamischen Luftwiderstand. Das hält man nicht nur in Sekunden, sondern sogar auf Marathon-Distanz, vielleicht auch in Minuten, was das ausmachen kann. Und das ist wirklich cool. Es nützt mich überhaupt nicht, wenn ich in einem Dojo einen Ferrari-Motor einbaue. Wegen dem ist der Dojo überhaupt nicht schneller, oder? Und ich denke, genau gleich ist es hier. Es ist absolutes Top-Material, aber ohne einen absoluten Weltklasse-Fahrer mit allen Komponenten von physischen Voraussetzungen, mentalen Voraussetzungen und, ist das alles nicht, oder?
Nach mehr als 3 Jahren wird Marcel zum ersten Mal mit seinem neuen Rollstuhl an den Paralympics antreten. 4 Rennen. Die 800 Meter, die 1500 Meter, die 5000 Meter und der Marathon. Die Erwartungen sind hoch, aber selbst wenn er sein Bestes gibt, ist der Erfolg nicht gewiss. Es kann alles passieren und die Konkurrenz schläft bestimmt nicht. Seine Entschlossenheit und seine körperliche wie mentale Stärke sind gefragt. Er hat noch einige Rechnungen zu begleichen. Der erste Schlüsselmoment war eben der Vorlauf im 5000 Meter, wo ich wirklich den ersten Wettkampf gefahren bin in diesem Rollstuhl. Im Vorfeld hat der Coach von der Amerikaner, von Daniel, hat mit mir geredet und gesagt, er weiss schon, es wäre doch gut, und Marcel und Daniel wollen einfach voll gehen, Tempo machen miteinander. Dann haben sie sicher die Plätze. A bit of personal pride is to see who can go across the line first. Hug, I think he wants to make a small point here. Ich habe vermutet, dass er zu den absoluten Top-Favoriten gehört. Und als ich ihn dort überholen am Schluss noch denkt, ja, mal, jetzt kann ich wirklich um Medaillen fahren und vielleicht sogar um Goldmedaillen. Er hätte können sagen, ja, wir sind jetzt 2 vor, also ich bin im Finale. Aber er hatte wirklich einfach den Mut, uns zu attackieren. Klar, es wäre jetzt nicht zwingend nötig gewesen, um ins Finale zu kommen. Aber für das Selbstvertrauen war es sicher sehr gut gewesen. Und das hat sicher bei ihm unheimlich viel Positives ausgelöst, das Selbstvertrauen. Hat auf der anderen Seite natürlich Daniel sicher ein bisschen stutzig gemacht, indem er gesagt hat, der kann an mir vorbeifahren. This could provide another great story as well. The men's 5000 meters T54 final. Tatsache, dass ich mich dort plötzlich auf Rang 3 befunden habe und fast eingeklemmt worden bin, zeigt auch, dass ich dort auch einen Fehler gemacht habe. The key in this is to make sure you don't get boxed in. You don't want to be in a position where you've got 2 or 3 other athletes with their chairs on the outside of you and you're boxed in when it comes to the race towards the end. Lakatos in the gold medal position at the moment. Hoog's trying to get to the outside. The Swiss silver bullet is trying to do his best. He's doing just that. Hoog's gone to the outside. Marcel Hoog has taken the lead from Lakatos and Marcel Hoog's going to take the win from Lakatos. Und dort habe ich einfach gemerkt, jetzt muss ich sofort reagieren, wo jemand von mir aussen durchzieht. Und wenn ich dort einen kurzen Moment noch länger gewartet hätte, wäre ich eingeklemmt gewesen. Aber ich habe das Beste daraus gemacht aus dieser Situation. Das ist absolut so, ja. Bereits bei der Feuertaufe mit der neuen Ausrüstung gewinnt Marcel Gold. Das erfüllt die kühnsten Erwartungen. Die Messlatte wird gleich sehr hoch gelegt. Für die 3 noch ausstehenden Rennen scheint plötzlich alles möglich. Vor jedem Rennen wärmen sich die Athleten im Callroom in den Katakomben des Olympiastadions auf. Abgeschnitten vom Rest der Welt sind sie auf sich allein gestellt. Ich kann bis vor dem Callroom mit dem Athlet reden. Man kann jahrelang vorher vorbereiten auf x Szenarien. Wenn jetzt etwas noch kurz, unmittelbar, bevor man in den Callroom hineingeht, ist, kann man das noch wechseln, kann man dort helfen. Aber von dem Moment an ist eigentlich fertig, oder? Und dort ist null Kontakt und absolut keine Chance, also keine Möglichkeit, irgendetwas zu bewirken. Im Callroom haben wir noch einfahren können. Und dort habe ich plötzlich gemerkt oder vor allem gehört, dass es einen Knall gegeben hat. Man hat sonst nie eigentlich eine Platte, aber genau dann hat man eine Platte. Ich habe dem Marcel gesagt, weißt du, ich tue dir einfach einen Radtest, also wie einen Rucksack, anhängen. Dort drinnen ist ein Hinterrad und ein Vorderrad. Und du kannst das, wenn du unten etwas ist, schaffst du das, oder? Im allerersten Rennen hatte ich das noch nicht dabei. Und eben im ersten Moment habe ich gefunden, ja, es ist ja mega kompliziert und schwierig für mich, ein ganzes Rad mitzunehmen, nebst dem ganzen Material, das ich sonst noch dabei habe. Und darum hat er dann gefunden, doch, das wäre eigentlich eine gute Idee. Und ich fand, mal, das finde ich auch. Also ich meine, es ist ein Paralympics, es ist der wichtigste Wettkampf. Und es wäre total ärgerlich, wenn man
dann nicht kann starten, nur weil man das Gefühl hat, ja, es ist umständlich, um ein Rad mitzunehmen. Also 1500 ist eigentlich so ein bisschen die Königsdisziplin bei den Rollstuhlfahrern, oder? Weil es sind ganz, ganz wichtige taktische Elemente drin. Es ist aber auch unheimlich Schnelligkeit gefragt. Romantic always very fast to get away and he's gone straight to the front. We have Marcel Hug in second place, who's around 10 meters or 12 meters further back. I think Marcel Hug has seen the threat of Romanchuk. He said, you're not getting away that easily. I'm going to make sure of it. And these races are always very tactical. He might have burned his matches a little too soon. And what a race, a new world record from Marcel Hug. His second gold of these games. He's broken the mark set by Brent Lakatos in 2017. The Swiss are celebrating. Der Sieg, die zweite Goldmedaille im zweiten Rennen und die Rückeroberung des Weltrekords nach dem zusätzlichen mentalen Stress im Callroom sind noch unreal. Selbst für Marcel. Bei noch zwei ausstehenden Rennen übertreffen seine Leistungen bereits jetzt alle Träume. Als nächstes steht das kürzeste von Marcels Rennen an. Die 800 Meter sind aber bei weitem nicht seine Lieblingsdisziplin. Das 800-Rennen ist wirklich ein sehr spezielles insofern, weil das eigentlich die kürzeste Distanz ist, die Marcel fährt. Ist eigentlich von dort die schwächste Distanz, weil da hat einfach viel weniger Zeit. Also dort ist sehr, sehr entscheidend ein Start, eine Position am Anfang. Aufgrund von der Vorgeschichte von den anderen Rennen, dass dort zum Beispiel Daniel, der der stärkste Starter ist, eigentlich sehr verhalten gestartet ist, zum Teil regenbedingt, zum Teil vermutlich aber auch aus der Situation, weil er einfach ein bisschen verunsicher war. Ich habe gewusst, dass Daniel Romanchuk sicher der Favorit war, auch im Start. Er war einer der schnellsten Starter. And Marcel Hood, he knows exactly what he has to do if he wants to take victory in this race. Zhang Yong down the outside, but it's going to be Marcel Hug who's going to make it a third Paralympic gold of these championships. Durch den Regen habe ich gemerkt, am Start, er hat ein bisschen Mühe, er ist zwei, drei Mal ein bisschen ausgerutscht gerade am Start. Und der Marcel, der sofort eigentlich die ganz klare Initiative übernommen hat und gefunden hat, gut, dann ich das halt bestimmen, das Rennen, oder? Und so bin ich dann relativ schnell eigentlich bei ihm aufgeschlossen gewesen. Also er ist vor mir gestartet. Nachher weiss ich aber allerdings nicht mehr viel vom Rennen. Die dritte Goldmedaille in Folge. Wahnsinn. Eine Leistung, die auch Marcel Hug kaum fassen kann. Jetzt kommt Marcels Spezialität, der Marathon. Über 42 Kilometer voller Kampf, Taktik und Schmerz. Während dieses langen Straßenrennens kann viel passieren. Genau dafür haben Marcel und das Team gearbeitet. Aber in dem Moment habe ich dann gemerkt, dass mit dem Treibreifen etwas nicht gut ist. Ich habe dann gesehen, dass ein kleines Stückchen vom Gummi, vom Treibreifen, sich ablöst. Normalerweise tut das mein Trainer auch vorher noch kontrollieren oder tut sogar einen frischen Gummi überziehen und selber leimen. Das war einfach eine sehr unglückliche Situation, indem ich dort auf einen Treibreifen vertraut habe, wo ich dich eingeleimt habe. Und so war es einfach zu wenig gut geleimt. Das haben wir dann gesehen, dass, wirklich, dass wir einen Reifen vor uns haben, der einfach mangelhaft war. Es ist für mich einfach die Lehre, dass ich halt einfach dort, ja, von jemandem mit da vertraue. Heisst nicht, dass ich nicht auch Fehler machen kann. Und ich habe einfach gehofft, dass es möglich ist, so noch fertig zu fahren. Ja.
Wir haben gewusst von der Topografie her, wir haben das Profil sehr gut angeschaut, hat Marcel mehrmals im Training durchgespielt, dass am Schluss die Steigung kommt und Marcel hat gewusst, einfach wenn es dort so ist, dass ich dort noch das zweite oder das dritte bin, ich muss in dieser Steigung rein, muss ich probieren, attackieren und nachher können die Abfahrt Sicherheit zu bringen, weil dort habe ich wieder sehr gute Rolleigenschaften. Ich habe dort wirklich einfach mein Tempo aufgezogen. Da habe ich gefunden, ich muss jetzt nicht rauffahren. Ich habe wirklich auch nicht mehr auf den Treibreifen geschaut oder geachtet. Und da habe ich gemerkt, dass der chinesische Athlet Mühe hat und abgehakt ist. As it gets to the section where it goes up the hill, Marcel Hoog has gone away now and looks like he has measure of the Chinese athlete. I mean, he could probably make a move at any point, but if you're going to make a move, the hill is where it makes sense. I reckon he had that in his tactics all along. This is just your perfect race planning, isn't it? And he's got the aerodynamic gains that if he needs them, but I don't think that's really playing much of a part here. This is pure tactical genius. And, you know, he is aware of his pure ability, absolute class, in control for the whole of this race. Marcel Hoog is the Paralympic champion. He goes across and takes the victory for a fourth gold medal. Aber in dem Moment hat wirklich einfach alles gestummen. Das ist einfach so. Es ist ein einmaliger Moment gewesen, glaube ich, wo es so oft wahrscheinlich nicht mehr wird geben. Es ist wirklich absolut einmalig gewesen. Ich denke, das ist schon ein bisschen historisch, dass man in dieser Kategorie alle vier Top-Rennen so klar für sich entscheiden kann. Und das haben auch ehemalige Fahrer, also Experten, haben gesagt, das ist nicht möglich mehr. Und wenn man mich im Vorfeld gefragt hätte, das hätte ich jetzt absolut auch nicht für möglich gehalten. Was für mich sicher nach wie vor ein Ziel ist, der Weltrekord im Marathon. Das Ziel habe ich schon länger und das möchte ich jetzt wirklich auch als nächstes jetzt in Angriff nehmen. Der Zeitpunkt für den Marathon-Weltrekord, der wäre irgendwann jetzt fällig. Vielleicht ist noch ein Zitat von Steffen Schroth, seiner Frau. Er ist also heimgekommen und hat erzählt, du möchtest den Bau in den Rennrollstuhl hier, das Rennrollstuhlprojekt. Da hat seine Frau gesagt, endlich machst du mal etwas Gescheites. Das sagt eigentlich alles.